Was sagst du dazu? Meinst du, es gibt genug Wahlhelfer, die Wahlbeobachter, die organisiert wurden? Naja, die Wahl in Sachsen-Anhalt ist eine ganz besondere Wahl deswegen, weil zu erwarten steht, dass die einzige Oppositionspartei, die es im deutschen Parteien miteinander überhaupt gibt, nämlich die Alternative für Deutschland, wohl die stärkste Kraft werden könnte. Und das, obwohl man mit Wahlfälschungen rechnen muss. In der Geschichte der BRD gab es noch nie Wahlfälschungen in größerem Stil. Wohl schon allein deswegen nicht, da das bei einer jederzeit möglichen erneuten Stimmauszählung eh aufkäme und ein nachgewiesener Betrug nicht nur mit einer Haftstrafe bis zu 5 Jahren geahndet wird, sondern sich zudem negativ auf die Reputation der Partei auswirkt, die solche Manipulationen begeht. Und genau das ist ein Punkt, den es hier anzusprechen gilt, Wahlfälschungen. Wir kennen das Problem ja im Grunde genommen schon seit vielen Jahren. Bremerhaven mit 2 nachgewiesenen Wahlfälschungen, jedes Mal zu Lasten konservativer Bewegungen oder Parteien. Nachzählungen mussten dann offenlegen, dass hier die Stimmverhältnisse ganz anders verteilt waren. Das ist eine extrem einseitige Darstellung, die Tatsachen vorsätzlich verfälscht, um daraus dann das größtmögliche politische Kapital schlagen zu können. Beim angeblichen Wahlbetrug im Jahr 2015 stellte das Wahlprüfungsgericht fest, dass kein vorsätzlicher Wahlbetrug vorliege und die Unregelmäßigkeiten auf die Hektik bei der Auszählung und die Unerfahrenheit der jugendlichen Wahlhelfer zurückzuführen sei. Einige Stimmen wurden der AfD zugezählt, die dadurch einen Sitz ergatterte, den sie zuvor nicht hatte, da sie mit 4,99% knapp an der 5%-Hürde gescheitert war. Nach einem vom Wahlleiter und der SPD beantragten Revisionsverfahren wurden die Stimmen komplett neu ausgezählt und die AfD verlor den kurzfristig ergatterten Sitz wieder, da sie nach dieser zweiten Auszählung erneut an der 5%-Hürde scheiterte. Beim zweiten Zwischenfall im April 2019 wurden von der Staatsanwaltschaft zwar Ermittlungen in die Wege geleitet, es lässt sich aber nicht einmal bei der AfD, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt hatte, etwas über einen Prozess oder gar ein Urteil finden. Was darauf schließen lässt, dass an der Sache gar nichts war und die Ermittlungen eingestellt wurden, da es nichts zu ermitteln gab. Aber auch an anderen Wahlen, bei mir persönlich die Kommunalwahl 2019 in Stuttgart, mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht, insbesondere im Bereich der Briefwahlen. Das ist das Trump'sche Narrativ, das nun wohl auch über den großen Teich geschwappt ist. So etwas ist letztendlich ein frei erfundenes Gerücht, das in die Welt gesetzt wird, um das Ansehen unserer demokratischen Wahlen maximal zu beschädigen. Wenn man es oft genug wiederholt, glaubt ein Teil der Bürger, dass unsere Wahlen generell manipuliert werden. Und man hat das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie noch ein bisschen mehr beschädigt. Steter Tropfen höhlt den Stein. Zu seinem Vorwurf. Es war einmal mehr eine frei erfundene Lüge, die nur um die Aufmerksamkeit des Publikums bettelte. Herr Fichtner hat in der Sache weder etwas erreicht, noch konnte er seine haltlosen Beschuldigungen durch Zeugenaussagen oder Vorlage von Beweismitteln erhärten. Es gab also nicht einmal einen Anfangsverdacht, dem die Staatsanwaltschaft hätte nachgehen können. Und die Landtagswahl 2016, wo ich ja in den Landtag gewählt wurde, in Göppingen. Damals hat die Alternative für Deutschland zur Wahlbeobachtung aufgerufen, wegen der Wahlfälschungen, die in Deutschland mittlerweile auch stetig zunehmen. Und damals war ich selber Wahlbeobachter. Ich habe die Auszählung mitverfolgt in Göppingen, sehr gut, wie viele andere auch. Und ich bin der Überzeugung, dass genau diese Vorsichtsmaßnahme, die wir natürlich öffentlich gemacht hatten damals, dazu geführt hat, dass wenigstens bei dieser Wahl der Fälschungsaspekt deutlich in den Hintergrund getreten ist. Um den Menschen etwas einzureden, ist es wichtig, die einmal erfundenen Unterstellungen immer weiter auszuschmücken, um ein Schreckensszenario zu entwickeln, das alleine durch seine stetige Wiederholung
und die jedes Mal gesteigerten Details, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, an Bedrohlichkeit zunimmt. Dieses Instrumentarium beherrscht Herr Fichtner aus dem FF. Was meinst du mit Sachsen-Anhalt? Meinst du, es sind genügend Wahlbeobachter organisiert worden? Das weiß ich nicht. Das hängt natürlich davon ab, wie die Mobilisierung gerade, was diesen Aspekt anlangt, durch die Alternative für Deutschland erfolgt ist. Mhm. Ich habe das nicht verfolgt persönlich. Sollte es nicht passiert sein, rufe ich jetzt hiermit auf, dass die AfD in Sachsen-Anhalt viele, viele Mitglieder oder Unterstützer dazu bringt, in die Wahllokale zu gehen und bei der Auszählung zuzuschauen. Ja. Allein die Präsenz führt schon zu einer genaueren Auszählung und hindert mögliche korrupte Gesellen daran, ihrem korruptiven Handeln nachzugeben. Das hört sich schwer nach einem Aufruf zu massiver Wahlbehinderung an, die man zu veranstalten gedenkt, um maximalen Stress zu erzeugen und die Wahlhelfer durch die neue Sturmabteilung der AfD einzuschüchtern. Mit solchen Aktionen zeigt man jedem aufrechten Demokraten im Land den ausgestreckten Mittelfinger. Du hast ja mitbekommen, wie da sich jetzt immer mehr offenbart, wie sehr der offenkundigste Ausdruck dafür, wie man Wahlen fälscht, um einen völlig inkompetenten Kandidaten dann doch noch über die Ziellinie zu tragen. Ja. Aber das, was geschehen ist, so augenfällig, ist auch in Deutschland geschehen, ist schon geschehen, wird wieder geschehen. Und gerade hier gilt es, Hindernisse aufzustellen und Vorsichtsmaßnahmen einzubauen. Und ich denke hier insbesondere an das Problem, man muss es wirklich sagen, Problem der Briefwahlen. Mhm. Die Briefwahlen sind besonders fälschungsaffin. Ja. Das merken wir auch hier. Die letzte Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte einen extrem hohen Briefwähleranteil. Aha. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, wahrscheinlich ist dort gefälscht worden, dass sich die Balken biegen. Man wird es halt nicht mehr nachvollziehen können. Mhm. Aber aus gutem Grund sind ja gerade die Parteien so an den Briefwahlen interessiert, die besonders korruptiv unterwegs sind und sich um Recht und Ordnung und Gerechtigkeit einen Dreck scheren, nämlich die Linken. Und die Linken jeglicher Couleur, seien sie jetzt rot oder grün. Mhm. Und einmal mehr das Trumpsche Narrativ von den bösen, bösen Briefwahlen. Dass das die einzige Möglichkeit für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist, ihr Wahlrecht ausüben zu können, übersteigt offensichtlich das Begriffsvermögen aller Briefwahlgegner. Inzwischen ist die Briefwahl in der Bevölkerung angekommen. Bei der Bundestagswahl 2017 lag der Anteil der Briefwähler bei 28,6% und die Tendenz ist weiterhin steigend. Ja, die Briefwahlen sind besonders kritisch. Wir haben sie gesehen. Da stimmen Leute ab, die es gar nicht gibt. Da stimmen Leute ab, die gar nicht mehr dort wohnen. Da findet ein einziges Chaos statt. Und sowas haben wir in Deutschland garantiert auch. Und ich behaupte mal, bei Briefwahlen wird betrogen, dass sich die Balken biegen. Deswegen halte ich es für dringend erforderlich, dass Wahlbeobachter gerade in den Lokalen sind, und zwar zahlreich vertreten sind, in denen diese Briefwahlunterlagen ausgezählt werden. Und da darf man sich auch durch Corona-Verordnungen und Hemmnisse nicht beirren lassen. Das Recht, bei Wahlen zuzuschauen und mit auszuzählen oder mit zuzuschauen, das ist unabänderlich, das ist unzweifelhaft und das muss in Anspruch genommen werden. Und sollte das nicht geschehen, muss man die Wahl eben anfechten. Man muss es sorgfältig dokumentieren. Also oder die meisten Plagiatoren im Bundestag, sprich CDU, sprich SPD, sprich Grüne. Also bitte kommt in die Wahllokale, in denen die Briefwahlunterlagen ausgezählt werden und schaut ganz besonders genau dort. Wir wissen zwar nicht, um was es geht, aber wir sind als Prinzip dagegen. Woher Herr Fichtner und seine Kumpane von der AfD wissen wollen, in welchem Wahllokal gerade Briefwahlunterlagen ausgezählt werden, ist mir schleierhaft. Haben Sie kundige Wahrsager als Berater? Das hat schon bei unserem unseligen Deutschlandzerstörer Adolf, dem führenden Hitler, nicht funktioniert. Heinrich, hast du was vom 19. Juni gehört? Da gibt es eine Einladung in Berlin. Bist du dabei? Oh, eine Einladung in Berlin, das klingt verlockend. Mhm. Also wenn ich das so höre, aus charmantem Munde, ja, da kann ich eigentlich gar nicht anders. Da werde ich mir das ernsthaft überlegen, nach Berlin zu kommen. Berlin, das ist ja das Zentrum
Und dort bewegt sich einiges und dort, ja, kann ich vielleicht auch durch Spazieren gehen und durch Schauen etwas mitbewegen. Wenn Schwerdenker spazieren gehen sagen, ist da immer eine Revolution angedacht. Es war Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz, die Aufforderung der Regierung zum Rücktritt. Was hältst du davon? Ja, höchste Zeit. Also insofern Artikel 20 Absatz 4 ist ja gar nicht konkretisiert. Ich glaube, diejenigen, die da spazieren gehen, sollten sich mal überlegen, wie man das konkretisieren könnte. Artikel 20 Absatz 4 unseres Grundgesetzes sagt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Wir haben also das Recht, solchen Leuten wie Fichtner und Hopp Widerstand zu leisten, wenn sie wieder einmal versuchen, unsere in freien Wahlen legitimierte Regierung zu stürzen. Herr Fichtner ruft hier ja eindeutig zu einem gewaltsamen Umsturz auf, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass unsere legitim gewählte Bundesregierung 3 Monate vor der nächsten Bundestagswahl noch zurücktreten wird. Und selbst wenn sie das täte, würde sie voraussichtlich die Amtsgeschäfte bis zur Wahl im Oktober fortsetzen, um den anstehenden Wahlkampf wie seit Monaten geplant durchführen zu können. Das ist also keine besonders realistische Forderung. Selbst wenn die Bundesregierung diesen Schritt sofort täte, würde das den Demokratiefeinden, die Herr Fichtner und Frau Hopp um sich geschart haben, keinerlei Vorteile bringen. Ihre extremistischen Ansichten würden dadurch um keinen Deut besser und die Menschen würden trotzdem wieder die bekannten Parteien wählen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten bewährt haben, statt irgendwelchen dahergelaufenen Radikalinskis ihre Stimme zu geben. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.